keine Sorgen zu machen. Zumindest kann ich dir sagen, das repariert keiner mehr. Das ist gut. Nee, wer repariert schon 100.000 Euro Sachschaden? Jemand mit einer guten Versicherung? Ich wollte eigentlich keine Diskussion anfangen. Ich habe das einfach nur so in den Raum gestellt. Warum muss da jetzt drauf rumgeritten werden? Ich habe kein Pferd zum drauf rumreiten. Ja, du hast ja, das ist ja selber schuld. Ich habe noch nicht mal eine Kuh zum drauf rumreiten. Da sage ich jetzt nichts zu, dumme Kuh. Servus und wie geht's euch? Von Reik. Reik, die auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Uns geht's gut, wir chillen noch ein bisschen rum. So, haben sehr interessante Gespräche. Sehr tiefgründige Gespräche. Ja, vor allen Dingen mit dem Thorsten. Ja. Oh, was am Marsch vom Billig-Opa. Machen wir gleich, Opa, machen wir gleich. Danke für den Wassermarsch. Neben das Bähnchen hier zu Ende, Pärchen. Kaffee hinterher. Ja. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl, Opi. Prost. Prost, Opi. Danke, Thorsten. Anja, ich stelle mich dann mal neben dich, dann müssen wir erstmal eine Runde Stammbild-Simulator machen. Ja, das Fliesenlager ruft gerade an. Nö, deswegen eigentlich nicht, aber bis gleich. Bis gleich. Ich möchte mir noch so einen Sargnagel machen. Das wäre dann auch mal erledigt. Was? Die Zuckerglasur. Ach so. Na, das Opi, das Verfeinern. Nein, nur die Glasur ist fertig. Danke, Herbie. Was gab es denn bei euch so Neues? Nennenswertes. Eben meine Zuschauer. In eurem Zuschauerleben. Spannendes. Standbild. Ja, danke für die Standbildpunkte. Jetzt einmal Pudding kochen. Nix, nur chillen. Nicht die Kaffee? Los. Pudding? Pudding? Eine Runde Pudding. Was machst du denn mit Pudding? Die gewellte Donau? Ach so, ja. Prost und Tee heute? Ja, wenn du möchtest. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast eine Naht in deiner Butterluke. So, das war das. Jetzt warten wir noch auf das Anja-Ding. Und Omas Hausmittelchen zum Desinfizieren? Was ist das?
Essigessenz. Aua, Herbie. Ich glaube nicht, dass das gut kommt. Ah, nee. Frisch operiert im Mund und dann Essigessenz. Selbst hergestellte Kümmelschnaps und gebleicht um mindestens 50%. Ja, klasse. Du brauchst das Zeug gar nicht runterzuschlucken. Das geht direkt durch die Wunde in den Schädel, ne? Nach Rezept von Oma von 1900 so viel. Früher gab es ja ganz, ganz oft diese Rumtöpfe, ne, mit Früchten drin. Aha, und die dann jahrelang eingelegt wurden. Kannst du auch sagen, ich habe nur ein bisschen Obst gegessen. Ne? Aber danach warst du so rattenstrunzvoll. Kann man nur empfehlen, keine Probleme mit den Bakterien etc. Alles gut verheilt. Sei froh, könnte auch anders sein. Da knistert was. Ja, das ist das Rami, die reißt gerade die Puddeling-Tüten auf. Ach du. Jetzt weiß ich wenigstens, warum das knistert. Ja, Hausmittel sind manchmal besser wie neumodisches Zeug. Ja, es ist aber einfacher, an neumodisches Zeug ranzukommen, als an die guten alten Hausmittel. Vor allen Dingen weiß die keiner. Und mit dem Müll, was es überall zu lesen gibt, ne, sollte man sich da auch nicht so wirklich drauf verlassen. Und genau deswegen nehme ich, wenn ich irgendwie Probleme habe, wie zum Beispiel eine Erkältung, oder ich habe irgendwie was am Zahnfleisch oder irgendwie sowas in der Art, nehme ich Kamelan. Was ist Kamelan? Das ist ein hochkonzentrierter Kamillenextrakt. Ach so. Den gibt es in der Apotheke, entweder bereits fertig oder die machen dir den fertig und dann kannst du den selber in so eine Pipettenflasche einfüllen. Und fürs Inhalieren, dann nimmst du 10 Tropfen auf 2 Liter Wasser. Oder wenn du dann eben halt mal so Schwierigkeiten hast, weil du ein Ekzem am Zahnfleisch hast oder irgendwie sowas, dann nimmst du einen Tropfen und verteilst ihn mit einem Q-Tip. Nicht mal 3 Tage später ist das alles wieder gut. Der Thorsten kriegt die Zunge rausgestreckt. Das kriegt er eh nicht mit, Herbie. Der kriegt ja noch nicht mal den Mund auf. Richtig. Der liegt schon die ganze Zeit mit dem Kopf auf seinem Schreibtisch und das war dann. Kannst du recht haben, Opi. Kann Opi nicht nur recht haben, da hat er recht. Heute Abend ist bei uns allen so richtig, ne? Ja, so ein bisschen so, ne? Irgendwas ist da schief gelaufen, Hermi. Aber Altenheim hat Ausgang. Kommst du her hier? Dann ist es gut, wenn man 2 Bücher von Omi geerbt hat. Die Oma von meiner Frau, ja. Weil so eine richtige alte Kräuterfee, Kräuterhexe nennt man die Dinger, wie es sie früher öfter gab, und Schnaps machen war ihr Hobby. Oh ja, dann war die zumindest auch gut drauf. Und die Frau hat auch Spaß dran, gibt bei uns immer nur Gutes von früher, wird selten was gekauft. Das ist ganz in Ordnung, das ist doch gut. Ja, das ist super.
Die Bücher können Gold wert sein. Oh ja. Vor allen Dingen dann, wenn mal wirklich so was passiert wie ein Blackout oder so, ne, und du wir dann 6, 8 Wochen keinen Strom haben, kannst du mit dem Altkram zumindest dich über die Zeit retten, wenn du mal irgendwas brauchst. Der YouTube-Channel, der TikTok-Channel, der Discord-Channel. Danke, Herbibot. Ich wollte gerade sagen, Anja, musst du die Toilette erst bauen? Beim Fliesenzählen habe ich mich verzählt und dann musste ich nochmal von vorne anfangen. Oh Gott, dann sag dann dem Fliesen, nächste Mal, wenn gezählt wurde, spring runter, renn weg. Bibi, Anja. Bibi, Anja. Ja, ja. Na, die Omi hat bis sie 86 war immer mit mir ein Kümmelchen getrunken. Körnchen? Kümmelchen. 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 Kümmel. Aha. Sagt immer, wir müssen die Knie ölen. Der ist gut. Oh. Ja, dann. Komm, Anja. Komm, ja. komm. Bin ja schon auf dem Weg. Ja, man muss dem Kind nur einen Namen geben, ne? Mhm. Und Knieölen ist wichtig. Ganz wichtig. Nicht, dass die nachher anfangen zu quietschen im Alter. Und außerdem muss das Zeug ja weg, nicht, dass der Kümmel schlecht wird. Richtig. Wird das schlecht? Vergiss halt beim Ölen die Schmiernippel nicht. Also sagt mal einer, Hausmittel halten nicht fit. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du in die Küche gehen sollst und dir das Geschirrspülmittel in den Kopf schießt, ne? Nicht gut. Nee, das könnte ein bisschen schlecht aufgehen. Wieso bist du schneller? Ich habe keine Ahnung, weil ich. Weil du. Hm. Ja. Nee, jetzt haben wir 20.21 Uhr, haben wir wieder das Pillen nach 8 Syndrom. Ja. Mhm. Blubberwasser hat die Frau im Keller. Blubberwasser. Blubberwasser. Ja, dann mache ich lieber Sturm im Wasserglas. Abbiegen. Da war ja was. Ja, irgendwann müssen wir das machen. Mhm. Wir hatten aber schon lange keinen mehr, der gesagt hat, fahrt mal ordentlich oder ich hebt mal die Sachen hinten aus, ne? Dann lieber quietschende Knie, ja. Da waren so viele heute karnevalsmäßig unterwegs, dass die alle stocken voll sind da. Wer weiß. Ach, übrigens, ich habe ein gutes Rezept für Kaffeeschnaps dort drin gefunden. Oh ja, der ist auch gut. Mit 99 Kaffeebohnen. Aha. Ja, dass da nicht 99 Luftballons drin sind, mir klar. Vor allem keine aufgepusteten. So nach dem Motto Melonenbowle mit ganzen Früchten? Ich habe immer, ja, genau. Ich habe immer in meinem Kaffee Whisky reingeschüttet. Extra für Utis Knie. Ich trinke keinen Alkohol mehr.